vor der Montage Ihrer Garagentorschwellenabdichtung stellen Sie sicher, dass Ihr Garagenboden sauber und frei von Schmutz und Staub, Fett und Öl ist. Für einen bemalten bzw. lackierten Garagenboden sollte eine Drahtbürste für das Reinigen des Garagenbodens verwendet werden. Erster Schritt. Messen Sie den Abstand zwischen den Außenkanten der Schienen des Schienenrahmens des Rolltors Ihrer Garage. Danach mit einer Metallbügelsäge die Schwellenabdichtung für die geeignete Länge zuschneiden. Zweiter Schritt. Legen Sie die lattenförmige Abdichtung hinter die Schienen des Rolltorschienenrahmens und markieren Sie die Stellen dort, wo der Schnitt für die sichere Anpassung der lattenförmigen Abdichtung mit den Rolltorschienen erfolgen soll. Messen Sie den Abstand zwischen der Rückseite des Garagentors und der hinteren Schienenkante entlang dessen Garagentorunterkante. Dies ist der Abstand, der für das Zuschneiden der Garagentorschwellendichtung erforderlich ist. Dritter Schritt. Schneiden Sie die Schwellendichtung nach Bedarf zu, um diese auf beiden Seiten um die Garagentorschienen zu montieren. Vierter Schritt. Legen Sie bei geschlossenem Garagentor die Rolltorschwellenabdichtung mit festem Druck gegen die Rückseite des Rolltors, um eine zuverlässige Abdichtung zu erzeugen. Das Garagentor muss mit der Vorderkante der Schwellendichtung abschließen. Das Tageslicht sollte durch den Spalt zwischen dem Rolltor und der Garagentorschwellenabdichtung nicht zu sehen sein. Fünfter Schritt. Wenn die Schwellenabdichtung zuverlässig aufliegt, nehmen Sie einen Stift für die Markierung entlang der Garage zugewandten Abdichtungskante. Sechster Schritt. Öffnen Sie das Garagentor, nehmen Sie einen Stift für die Markierung der Linie entlang der Garage abgewandten Abdichtungskante. Entfernen Sie die Schwellenabdichtung vom Garagenboden und markieren Sie zwei parallele Linien ungefähr 1,3 cm innerhalb der vorhandenen markierten Linien. Siebter Schritt. Verwenden Sie vor der Befestigung der Schwellendichtung ein trockenes Tuch für das Abwischen und Entfernen von Schmutz, Staub, Fett oder Motoröl von der Unterseite der Garagentorschwellenabdichtung. Schneiden Sie das Ende des Rohrs auf der Klebstofftube mit der Eisenbügelsäge oder einem scharfen Messer durch, um den Klebstoff auf die markierten Linien des Bodens der Garagentorschwellenabdichtung aufzutragen. Achter Schritt. Zu Beginn das eine Endteil der Garagentorabdichtungsschwelle auf die mit Klebstoffmittel behandelte Oberfläche fest auf alle Stellen der zu befestigenden lattenförmigen Abdichtung niederdrücken. Abschließend mit einem sauberen Tuch trockenreiben. Neunter Schritt. Den Klebstoff um die Rolltorschienen auftragen, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten, die wasserabweisend ist. Zehnter Schritt. Wahlweise. Für das Garagentor mit offengelegenen Schienenrahmen sind Wandseitenblöcke erhältlich, die zwischen der Garagenwand und dem Schienenrahmen eingesetzt werden können, um das Hineingelangen von Wasser zu vermeiden. Es wird empfohlen, die wasserabweisende, fugendichte Befestigung der lattenförmigen Abdichtung mit einem Eimer Wasser oder mit einem Wasserschlauch zu überprüfen. GaraDry. Halten Sie erfolgreich Ihre Garage sauber und trocken, auch bei Sturm mit schweren Regenfällen.